So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Part 2 zu Dead Island 2, dem neuen Zombie-Slasher von Dambuster Studios und Deep Silver. Und ja, wir schauen jetzt weiter in den zweiten Part der Story rein. Wir haben ja schon im ersten Part einiges gesehen, das Intro, und mit Jacob, dem Charakter, bin ich jetzt hier auch unterwegs. Wir sind jetzt im Haus angekommen und müssen dort jetzt gucken, dass wir eben schauen, wie wir Verbündete finden oder eben Leute, die ja uns helfen können, hier rauszufinden, was vor sich geht mit den Zombies und mit dem Ausbruch dieser Zombie-Infektion, am besten gesagt. Und ja, wir sind hier im Haus angekommen. Wir haben auch schon ein paar kleine Mini-Rätsel, sage ich jetzt mal, lösen müssen, was Stromkastenverbindungen und Strom angeht, auch Alarme deaktiviert. Und dann sind wir jetzt hier oben im Haus angekommen. Und bis jetzt finde ich es wirklich richtig gut. Es ist klar sehr brutal. Also hier ist wirklich eine neue Ebene von Brutalität im Spiel. Und wir schauen jetzt einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Wie gesagt, ich bin hier jetzt im Haus angekommen und wir müssen mal schauen, was wir hier alles so entdecken. Ich bin ja wirklich bei solchen Spielen, allein schon wegen Dead Island 1 und Riptide, ja, ich gucke mir wirklich alles an. Also habt da bitte Verständnis dafür. Ich versuche wirklich, alle Details mir anzuschauen und halt auch alles zu finden. Ihr seht ja, in jedem Schub, in jeder Kiste gibt es irgendwie Ressourcen, die man dann braucht, um später Waffen zu craften. Man kann aber auch an die Orte zurückgehen, das heißt, ihr könnt später an verschiedene Orte zurückgehen. Ihr seht ja hier, hier ist auch eine Tür, wo man jetzt nicht rein kann. Es gibt später Bereiche, wo man dann rein kann, wenn man weiter in der Story vorangekommen ist. Da kann man dann natürlich auch hingehen. Und ja, finde ich einfach sehr cool, dass das so gemacht ist, dass man dann auch zurückkehren kann an Orte und dadurch wieder den Erkundungstrieb bisschen gefördert wird, dass man zurückkommt und sich nochmal Orte anschaut, wo man schon mal war, um dann dort eventuell reinzukommen. Ihr seht es ja hier, ne? Ist zu, kommt man nicht rein, von der einen Seite und von der anderen Seite verschlossen. Ich denke mal, später hat man dann die Möglichkeit, vielleicht diese Bretter wegzumachen oder einen Schlüssel zu finden. Das muss man dann schauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel Zombies zu finden, die Schlüssel mit sich rumtragen, weil das ja vorher auch Hausbesitzer waren. Und das kann auch sein. Das steht dann meistens an der Tür, am Auto oder an verschiedenen anderen Stellen im Spiel. Steht dann da, okay, hey, wenn du jetzt hier den Zombie findest oder den Charakter, dann kannst du da, denke ich, dann auch den Schlüssel finden. Also so wird es dann öfter sein und so wird man dann auch Zugang zu verschiedenen Bereichen haben. Und ich finde halt wirklich, das Spiel sieht halt einfach toll aus. Also dadurch, dass sie halt sich auf diese, ja, kleine Open Worlds konzentriert haben mit verschiedenen Bereichen, Entschuldigung, ist es halt so, dass man hier, ne, halt auch mehr Wert auf die Darstellung der Grafik gehen konnte. Und oh shit, da ist gleich einer hier, der uns angreift. Und ja, ist wirklich sehr cool. Den hauen wir jetzt erstmal platt hier. Und ihr seht es wieder, das Flash-System einfach richtig gut. Man kann ja auch den Tritt benutzen, wollte ich gerade sagen. Kann man die ein bisschen zurückstoßen. Ich denke mal, später wird es auch noch mal viel kräftiger, was das angeht, wenn man dann neue Fähigkeitenkarten hat oder den Dropkick freischaltet, den man schon im Trailer gesehen hat. Den gab es ja auch schon im Dead Island 1 und Riptide. Also das wird dann auch noch nice. Ich würde mir noch wünschen, dass man vielleicht blocken kann. Ich denke mal, später wird es auch in der Hinsicht eine Karte geben, vielleicht, wo man dann blocken kann. Das wäre noch ganz nice, dass man halt die Waffe hochhält und dann Angriffe abblockt, weil die machen schon ziemlich viel Schaden, also die hauen schon ganz schön rein und ja, ist schon krass, wie schnell man stellenweise sterben kann. Die Energy Drinks gibt es auch wieder, die gab es ja auch schon vorher im Spiel, also in Dead Island gab es die schon vorher und ich finde cool, dass sie wieder zurück sind. Es gibt halt auch, wie gesagt, überall Easter Eggs und coole Verweise auf das alte Spiel und es sieht alles halt wirklich auch sehr schön aus und ja, keine Ahnung, meine Erwartungen tut es total erfüllen, weil ich habe mir halt gewünscht, dass es wirklich eine tolle Fortsetzung zu Dead Island 1 und Riptide wird und das ist es bisher jetzt auch. Und was ich so von Freunden bisher gehört habe und so weiter,
ne, ist schon echt cool. Ich habe jetzt nochmal den FOV-Slider ein bisschen höher gestellt, weil ich finde es ganz cool, wenn der dann ein bisschen höher ist. Dann sieht man ein bisschen mehr. Und ja, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir da rüberkommen zum Haus. Und ich denke mal, da werden wir jetzt auch einen Schlüssel finden müssen oder irgendwie halt Zugang. Und wie ihr seht, ne, man kann hier an jeder Ecke was finden, untersuchen. Hier unten sind ja auch noch welche. Da werden wir auch gleich mal hingehen und schauen, was da los ist. Man hat den Ausweich, also das Ausweichmanöver, das man machen kann. Es gibt auch verschiedene Karten, die das dann supporten. Also wenn man dann die Karten ausrüstet oder verschiedene Karten ausrüstet, kann man dann auch schneller ausweichen und hat dann die Möglichkeit, zum Beispiel dadurch mehr Schaden zu machen, was auch gut ist. Also das ist richtig, richtig nice. So, jetzt hier ist hier mal wieder ein Sicherungskasten. Das heißt, wenn man dort die Sicherung reinmacht, dann kann man dort auch dann reingehen. Also da gibt es auch die Möglichkeit, dann beim Händler oder in der Umgebung Sicherung zu finden. Und wenn man die Sicherung findet, dann kann man diese Räume öffnen. Jetzt habt ihr gerade gesehen, ich habe jetzt das Tor aufgemacht. Das ist auch immer ganz cool, dass man die Bereiche dann öffnen kann. Da kann man sozusagen im Kreis gehen. Das bedeutet, man hat nicht dann das Problem, dass man an einen Ort nicht mehr hin kann. Ihr seht jetzt auch die Karte. Dort sieht man dann, ne, hier ist alles gleich eingezeichnet worden. Wenn man irgendwas entdeckt oder wenn man irgendwas freischaltet, wird es sofort in der Karte eingezeichnet. Zeichnet, dass man sieht, okay, hier kann ich jetzt weitergehen, dort habe ich jetzt einen neuen Weg gefunden oder hier ist noch ein Fragezeichen, das kann ich eventuell dann mir anschauen. Und ja, wir müssen jetzt hier dann durch und wir gucken jetzt aber mal kurz zum Pool dorthin. Ich finde halt wirklich, also rein atmosphärisch und wie sie dieses LA umgesetzt haben, ist richtig, richtig schön. Man hat es ja schon in verschiedenen Filmen gesehen und so. In L.A. sind immer viele große Häuser, reiche Leute und dann, ne, sieht es meistens schon sehr ähnlich aus. Und ja, das haben sie einfach gut umgesetzt. Finde ich sehr schön. Jetzt sind wir hier beim Pool. Da sind einige Zombies drin. Aber der wackelt auch einiges. Und ja, ist auch wirklich sehr cool animiert. Die Zombies generell sind toll animiert. Und wenn man die dann ins Wasser haut, sieht man auch, dass sie dann vom Wasser benommen sind. Oder besser gesagt, manche können ja auch ertrinken, weil die ja nicht schwimmen können. Das gab es zumindest in Dead Island 1. Das heißt, wenn die dann im Wasser waren, sind die auch ertrunken. Und ich denke mal, das hat hier dann auch den Effekt. Ich muss jetzt hier wirklich aufpassen, weil ihr seht, wenn mehrere sind, die machen ganz schön Schaden. Und wenn die ausholen, die können einen ganz schön treffen, weil die halt so nach vorne wabbeln irgendwie und dann treffen die noch einen. Jetzt habe ich hier die Batterie in der Hand. War eigentlich jetzt nicht so geplant, aber die kann man auch wieder in einem Sicherungskasten reinschmeißen oder dann eine Tür damit öffnen. Ich hätte sie jetzt auch in den Pool werfen können, das habe ich jetzt vergessen, aber ich muss jetzt gucken hier. Oh, scheiße, der hat mich nochmal getroffen. Ey, ich habe halt auch keine Heilung gerade. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, ich kann jetzt hier mit der Waffe noch was machen. Wie gesagt, ich vermisse ein bisschen das Blocken. Mit dem Kick kann man die schon ganz gut abhalten, aber es sind halt jetzt 3 Stück. Der hat mich noch erwischt. Also, ja, ohne Blocken finde ich es schon ganz schön heftig stellenweise. Das ist jetzt schon das zweite Mal hier, dass wir ins Gras beißen. Aber ja, ne, ist halt auch mehr taktischer. Also man muss hier schon stellenweise dann gucken, okay, wie geht man vor? Ich habe jetzt vielleicht auch die falsche Waffe verwendet, weil ihr seht hier mit dem Schwert hier oder Katana, was das ist. Hätte ich es auch so machen können. Da geht es ein bisschen schneller, weil die Waffen haben ja auch verschiedene Werte. Das heißt, wenn ihr aufsteigt und höheres Level aufsteigt, dann müssen eure Waffen klar auch der Stufe dann entsprechend höher sein. Die kann man aber dann später im Verlauf auch upgraden. Das heißt, auf die aktuelle Stufe, wie man ist, kann man die dann upgraden. Und dann hat man die Waffen, die der Stufe, die man gerade ist, entsprechend, supported dann ist, also das heißt, die macht dann auch den Schaden, den man braucht für die Stufe, die man ist, und das finde ich auch sehr cool gelöst. Das andere coole, was ich auch finde, ist, ja, jetzt hätte ich hier, ne, den Pool eben, wie ihr seht, elektrisieren können, dann wären die Zombies wahrscheinlich direkt gestorben, aber ja, habe ich jetzt nicht sofort gesehen, aber so hätte man es auch machen können, denke ich, und es gibt ja auch verschiedene Trophäen dafür, das werde ich dann auf jeden Fall noch machen. Ja, ne, Batterie reinwerfen hätte auch geklappt.
Jetzt kann ich mal hier gucken, ob ich hier noch was finde. Es gibt überall was zu finden. Auch die Riegel sind wieder zurück. Energy Drink, wie ich schon gesagt habe, die Riegel sind wieder zurück. Das ist auch cool, weil die ja schon in Teil 1 dabei waren. Finde ich auch sehr cool, dass sie halt solche Sachen dann mit reinbringen ins Spiel. Und ihr seht hier, das Flash-System ist einfach Wahnsinn. Ich habe wirklich noch nie, außer Mortal Kombat 11 vielleicht, würde ich sagen, außer das Spiel habe ich noch nie ein Spiel gesehen, das so brutal ist wie das hier. Also wirklich, hui. Die haben da wirklich ganze Arbeit geleistet und dadurch, dass es halt auch jedes Mal, wenn man dieses System beeinflusst, weil es eben prozedural reproduziert, wie das Fleisch reagiert, wie die Körper reagieren der Zombies, ist es halt auch immer anders. Also man sieht eigentlich nie das Gleiche. Wir sehen auch gerade die ganze Zeit, dass wir hier, ja, dadurch, dass wir gebissen wurden, auch immer wieder so Anfälle haben. Und ich denke, das wird dann auch darauf Einfluss nehmen, dass wir später ja auch dann eine gewisse, ich will es jetzt nicht ganz vorwegnehmen, aber man hat dann später auch noch gewisse Spezialangriffe, ne? Ich will euch da jetzt nicht spoilern, aber ne, da gibt es noch gewisse Spezialangriffe, die man dann freischalten wird. Jetzt sind wir hier auch schon wieder beim nächsten Zombie. Und dieses System, da könnte man nicht genug davon kriegen. Ich glaube, da werden auch einige Videos auf YouTube vielleicht nicht monetarisierbar sein, weil Brutalität und so, YouTube ist ja immer ein bisschen schwierig. Mir ist es dann im Endeffekt bei dem Video egal, weil ich will euch das Spiel zeigen und wenn ich dann das eine Video nicht monetarisieren kann, dann ist es nicht so schlimm. Aber ja, wird definitiv, denke ich mal, für den einen oder anderen passieren. Jetzt hier, seht ihr es? Wir haben jetzt hier die Tür geöffnet, wo wir dann am Anfang den Alarm ausgelöst haben. Also auch wieder richtig cool. Sowas finde ich immer ganz toll, wenn die Entwickler das einbauen, dass man auch dann im Kreis gehen kann. Das heißt, man muss nicht ums ganze Haus herum, man kann hier durchgehen. Hier sind dann wieder neue Zombies und die spawnen ja auch immer wieder nach. Also das ist auch dafür da, dass man halt immer wieder leveln kann, dass es immer wieder was zu tun gibt. Aber ihr seht, die spawnen auch nach, damit eben auch immer was zu tun ist und man immer wieder auch neue Ressourcen bekommen kann und so weiter. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und jetzt hier eben können wir noch ein bisschen erkunden, was es hier noch so gibt. Weil das ist wirklich wichtig. Später, wenn dann das Crafting dazu kommt, braucht man ja die ganzen Ressourcen, um dann eben auch die Sachen dann zu leveln und eben auch neue Waffen bauen zu können. Man hat hier ja auch die ganzen Sammlerstücke, die werden mit aufgezeichnet, was ich auch super finde. Dann, wenn man zum Beispiel auf die Trophäen geht und so, dann kann man das alles dort nachschauen. Was hat man schon gesammelt, was noch nicht, was hat man schon entdeckt. Dann ist es leichter zu verfolgen. Sowas finde ich immer ganz gut, wenn das eingebaut wird. Und ja, ist eigentlich ganz wichtig, dass sowas mit drin ist. Ich werde sowieso versuchen, dann hier auch die Platin zu machen im Spiel. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das Einzige, was ich noch ein bisschen schade finde, ist die Lampe, die man hat, die man verwenden kann. Die ist ein bisschen, ja, sehr, nicht ganz so hell. Also die könnte ruhig ein bisschen heller sein. Und man könnte ruhig einen Indikator reinmachen, ob man die Lampe anhat oder aus hat, weil stellenweise sieht man das halt nicht richtig. Und in Teil 1, also Dead Island 1, gab es einen Indikator dafür. Da hat man unten im Hut gesehen, dass dann die Lampe an war. Also das würde ich klar noch gerne sehen, dass sie das vielleicht implementieren mit einem Patch oder so. Aber ansonsten finde ich es bisher ganz cool. Hier ist auch nochmal ein Kabel, das dann ja, mit Strom betrieben ist durch die Batterie, die ich da rein habe. Das heißt, wenn man da später hinkommt, könnte man da auch die Zombies reinlocken. Man kann ja die Waffen auch werfen. Das habe ich in Teil 1 nicht wirklich oft gemacht. Das werde ich auch hier so gut wie es geht vermeiden, weil manchmal ist es dann so gewesen, dass wenn man eine gute Waffe geworfen hat, dann ist sie halt im Zombie stecken geblieben, da konnte man sie manchmal nicht aufheben und dann war sie halt weg. Das will ich damit vermeiden. Ich denke mal, wir können jetzt hier oben die Tür öffnen und nee, noch nicht, aber wahrscheinlich später, da kann man dann auch wieder im Kreis gehen, wie ich schon gesagt habe, finde ich ganz toll, dass sowas eingebaut wird, weil stellenweise müsste man dann richtig weit außen rum gehen, um die Häuser rum, dass man überhaupt ja wieder an dem Ort kommt, wo man am Anfang gespawnt ist oder so. Das wäre natürlich schade, deswegen finde ich es ganz gut, dass sie sowas hier einbauen. Hier sind Gasflaschen, die könnte man wahrscheinlich auch dann anschlagen, damit sie explodieren. Hier sind auch wieder ein paar Beißer und
Da sieht man auch wieder, wie schön das Flash-System arbeitet. Ich könnte jetzt dann auch weiter draufhauen, naja, das werde ich jetzt hier mal vermeiden, aber ich werde da definitiv nochmal ein Video dazu machen, dass ich da mal wirklich genauer drauf eingehe. Jetzt haben wir hier das Haus erreicht, dort sind ja auch dann neue Leute drin, die wir hier dann, mit denen wir wahrscheinlich zusammenarbeiten können. Und die Waffe, die ich hier gerade habe, die ist schon echt gut. Also, die ist richtig, richtig nice. Und hat bisher auch gute Dienste geleistet, weil wir haben die sehr schnell besiegt. Vorhin hatte ich ja andere Waffen, da bin ich dann doch sehr schnell gestorben. Und was ich auch cool finde, ist halt, dass die Areale auch wirklich sehr groß sind. Also, das kann man schon so sagen, dass das so ziemlich kleine Open Worlds sind. Ne? Also, diese Bereiche hier sind echt schon sehr umfangreich, sehr groß. Dadurch, dass man halt auch verschiedene Bereiche hat, wo man jetzt noch gar nicht hin kann, heißt, es lohnt sich dann später zurückzukommen und die Orte dann nochmal besser zu untersuchen. Also, das finde ich auch nice und ist etwas, wo ich immer eigentlich Bock drauf habe, ne? Dass man nochmal an Orte zurückgeht und dann eventuell dort dann Sachen findet, die am Anfang verschlossen waren. Wir werden jetzt aber hier mal reinschauen in die Zwischensequenz und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Get in! It's crazy, it's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? Had a bit of a man at the office, darling. Where's Tom? Shut up! Get away from this house! You fool! Ray, what are you devil? Doing? Give me the gun! No! You have been bitten! You will turn. Eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun! Here. We're all happy now? Why's the gin in? And cranberry. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means we'll turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely done my job description. Where is the job? Oh, God. Are they turning? Oh, we're gonna be sick. Shoot them! Say something. Was I shot? And Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Look, you can let me out. I'm a good boy. Swear on my mom's grave. Bed by nine. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! Unlock the cuffs. I can help you. Oh, shit! Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Come on! Played, girl. So, da sind wir also jetzt Stufe 3 geworden und haben hier auch dann das Kartensystem, ne, das hier dann dabei ist und da wird man im Laufe des Spiels einige finden können und dann selber seine eigene Klasse sozusagen zusammenstellen zu können. Das hat mit den Karten, die man vom Charakter selber hat, dann noch nicht genauso viel damit zu tun wie für die anderen Karten, die man freischaltet, weil die oberen Fertigkeiten kann man auch modifizieren dann, wie ihr es hier seht, und freischalten. Aber es gibt auch spezielle Fähigkeiten, die natürlich auf den Charakter dann persönlich bezogen sind, die man rechts sieht. Aber die anderen Karten, die kann man ändern und dort dann einstellen, was man eben für Karten mitnehmen möchte.
Und bei den Vorbestellungs-DLCs und so weiter waren ja auch ein paar dabei. Die werde ich dann später, denke ich, auch hier einsetzen können. Hier wird halt jetzt nochmal erklärt, ne, wie das dann funktioniert, dass man verschiedene einsetzen kann und manche modifizieren kann. Und hier seht ihr dann auch schon verschiedene Karten. Ne? Da zum Beispiel die erste Karte war nur für Jacob zum Beispiel auch oder den anderen Charakter. Die kann man dann hier verwenden. Hier zum Beispiel, ne, ist die auch, dass wenn man eben gut ausweicht oder ne, dann kann man hier dann auch mehr Heilung haben und so weiter. Finde ich auch ganz geil, dass dann das ein Kartensystem ist, weil dann stellt man sich selber die Klasse zusammen, die man haben möchte, ne? Oder halt den Spielstil, den man hat. Dass man jetzt zum Beispiel mehr ausweicht, mehr Wurfwaffen verwendet oder halt mehr Tritte oder Schläge macht, das kann man sich dann persönlich selber so abstimmen, wie man das möchte. Und durch so ein Kartensystem kann man es auch ganz gut balancen, glaube ich, weil dann kann man dann sagen, okay, wir machen jetzt die Karte vielleicht ein bisschen schwächer, weil die Leute nur die Karte spielen und die andere ein bisschen stärker und so weiter, um mehr Variation reinzubringen. Aber die Individualisierungsmöglichkeiten sind hier wirklich gut, weil es auch sehr viele Karten gibt. Ich glaube, jetzt am Anfang zum Spiel gibt es über 50 Karten. Und ich denke mal, durch DLCs und wenn man dann zum Beispiel die Gold Edition hat mit Season Pass, da wird es dann auch, denke ich, weitere DLCs geben mit neuen Karten, die dann dazukommen. Vielleicht auch neue Charaktere, wäre ja auch ganz nice, wenn sie das vielleicht machen. Aber das müssen wir dann schauen. Ja, jetzt müssen wir, ne, dann weiter gucken. Wir haben auch ordentlich XP gemacht und müssen jetzt schauen. Hier ist ja eine Zombie-Horde auch hier. Ich finde es auch ganz cool, ne, Tomb of the Tiger Queen oder, ja, Tomb of the Tiger Queen, die ganzen Filmposter, die hier sind, ist auch ziemlich nice. Da gibt es immer wieder auch Verweise auf echte Filme und so weiter. Richtig, richtig cool, finde ich. Und ja, einfach nice gemacht, dass sie sowas mit hier einbauen. Und wir schauen jetzt dann mal zur anderen Zwischensequenz. Bis gleich. They're getting closer. What do we do? Let me go talk to them. Are you sure? Take the gun. Nah, you need it more than me. So, wir müssen also jetzt hier die Zombies dann beseitigen, weil die hier jetzt eingedrungen sind in den Bereich. Und ihr seht es auch, unsere Infektion wird immer schlimmer. Anscheinend. Wir haben jetzt hier auch den Dropkick, den man machen kann. Und ja, der ist auch ziemlich gut. Ich glaube, den kann man später dann noch verbessern. Das Packsystem ist auch ähnlich wie in Dying Light 1. Da war das auch ein bisschen so, dass wenn die dich gepackt haben, dass man so ein kleines Quicktime-Event hatte, um die dann abzuwehren. Ich denke mal, da wird auch jeder Slayer, den man dann ins Spiel spielen kann, auch andere Animationen haben, wie die dann abgewehrt werden. Ich glaube, Sam B hatte in Teil 1 hatte, glaube ich, so eine Faust dann gegeben. Oder Logan, ich weiß nicht mehr genau. Aber da wird es auch, denke ich, unterschiedliche Animationen dann geben, einfach fürs Abwehren. Jetzt müssen wir hier, denke ich mal, wieder eine Batterie finden oder eine Sicherung und die dann dort einsetzen. Und ja, das ist halt in so einem Zombie-Game immer ziemlich ähnlich, was man da machen muss. Das ist ja vollkommen klar. Ich hoffe klar auch, dass sie später vielleicht noch den ein oder anderen abwechslungsreichen Missions-Designs-Twist mit reinbringen, aber ich denke mal, oft wird es dann mit Sicherung und Batterien ähnlich sich verhalten, was das angeht. Und hier sind ja auch wieder einige Sachen, die man finden kann. Ich könnte jetzt mal noch die Lampe anmachen, aber wie ihr seht, die macht nicht so wirklich hell, ne? Also die könnte ruhig noch ein bisschen stärker sein und vor allem ein Indikator, dass man sieht, ob man die anhat. Man kann auch Kanister aufheben. Also hier diese Kanister, die ihr seht, hätte ich jetzt aufheben können und dann das Feuer löschen können. Man hat dann später auch die Möglichkeit, wenn man Kanister aufhebt, dass man zum Beispiel Wasser am Boden hinschüttet und dann dort eine Batterie reinwirft oder wenn man zum Beispiel eine Waffe hat, die elektronisch Schaden macht, kann man da dann die Waffe reinwerfen und dann macht die eben das Wasser, ne, dass dann die Zombies Blitze abbekommen und elektrifiziert werden und dann kann man dadurch
die Zombies schneller besiegen. Man hat später auch noch Ölkanister, die man verwenden kann, oder Benzinkanister, die explodieren dann, oder eben Ölkanister kann man Feuer machen. Also da wird es auch nochmal richtig actionreich, so wie es hier gerade ist. Und das ist jetzt, glaube ich, der Cue, den wir haben, diesen Billardschläger, den wir hier verwenden können. Ich bin wirklich sehr gespannt auch auf die Mods, weil in Teil 1 waren die Mods extrem geil. Also da konnte man wirklich krasse Sachen machen, vor allem mit Äxten und so. Da gab es ja auch die Phoenix-Mod, die sehr bekannt ist. Bin ich echt gespannt drauf, wie das dann hier ist. Ich hoffe auch, dass die Waffen sich dann verändern, also dass die optisch dann auch anders aussehen, weil das ist auch immer ziemlich cool, dass man auch an der Waffe dann sieht, wie die sich verändern, wenn man sie modifiziert. Und ja, wir haben das jetzt hier auch geschafft und gucken dann jetzt mal, was uns hier als nächstes erwartet. Ich finde es ja auch ganz cool bisher, die Story, also auch die Dialoge von den Charakteren sind ganz nice, wie ich finde. Und hört sich alles auch sehr gut an. Die englischen Synchronsprecher, die hier dabei sind, machen ihren Job echt gut. Ich habe im Vorfeld immer gehört, so, oh, die soll nicht so gut sein und so. Das ist klar immer auch Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich ganz okay bisher. Jetzt findet man ja auch immer wieder solche Notizen, die könnte man jetzt auch durchlesen. Das werde ich dann vielleicht machen, wenn ich das dann privat weiterspiele. Jetzt nicht im Let's Play, da werde ich dann, denke ich mal, den einen oder anderen durchlesen. Wenn mir das Spiel richtig gut gefällt, lese ich eigentlich auch ziemlich alles durch, weil ich halt auch noch mehr über die Geschichte dann erfahren möchte. Aber es sieht schon geil aus, ne? Also, die Weitsicht ist sehr gut und ich finde auch, dass die Grafik echt sehr gut ist. Es läuft halt super flüssig. Also, ich hatte bis jetzt auch noch keinen Hänger und hier wieder ein Poster, ne? Filmposter, Rise of the Spider. Richtig cool. Also, finde ich einfach nice, weil in L.A. würden auch solche Filmposter rumhängen und die könnte man sich dann anschauen. Und generell, wie sie so das Haus eingerichtet haben, wie das aussieht, ist schon ganz nice. Hier sind noch ein paar andere Charaktere, die dann immer wieder auch was erzählen zu der Geschichte hier, ne? Richtig, richtig cool. Hier ist, denke ich mal, eine Werkbank. Das sieht sehr danach aus, nach einer Werkbank. Die werden wir später auch verwenden können, bin ich mir sicher. Und dort wird man dann, denke ich, auch die Crafting-Sachen machen können. Hier ist wieder ein Riegel, den man essen kann. Und ja, ich finde es einfach bisher richtig gut. Einzige, ne, die Spiegel könnte man vielleicht noch Raytracing reinmachen oder halt Spiegelung zumindest reinmachen. Das würde ich auch noch begrüßen. Das wird sicher noch reingepatcht. Ich glaube, die waren auch sehr limitiert in dem, was sie noch machen konnten vor Release. Hier war noch eine Karte von L.A., die kann man auch im Spiel sehen. Die hier ist auch noch da. Mal schauen, was die erzählt. Well, alive. This is most fascinating. Oh, stop it, you flirt. Seriously, I'm spoken for. Right, excuse me. I need to write up a full report of the events. Okay. Nee, also finde ich auch ganz cool immer wieder die Dialoge, dass man dann halt hört, über was die alles reden hier und ja, ist einfach, passt einfach dazu und dem einen oder anderen wird es vielleicht nicht gefallen, ich finde sowas schon immer ganz cool und ja, finde es eigentlich nicht schlecht, wie das hier gemacht ist, weil es einfach ein bisschen zur Atmosphäre beiträgt, ne? Nee, also oben rechts sieht man auch dann den, glaube ich, Flugzeugabsturz. Wir werden jetzt aber mal zur nächsten Sequenz gehen und uns dann mal anschauen, was hier weiter passieren wird. Wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Welcome. You're just in time for the surprise. Careful.
So, das finde ich ja auch ziemlich nice, dass es dann so Trailer-Audio-Files gibt für die Filmposter oder Filmposter, die hier dann im Spiel sind. Auch ziemlich cool, dass man das dann mit einbaut, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Würze zu geben. Finde ich echt super nice. Und ja, wie gesagt, man muss hier wirklich alles untersuchen. Ihr seht, ne, in jeder Ecke gibt es irgendwas. Crafting-Materialien und andere Sachen, die wichtig sind, wie Geld. Klar, die Spiegel sind ein bisschen schade, dass die nicht reflektieren. Die Sammelsachen leuchten auch immer ein bisschen, wie ihr es hier seht, dass man dann auch erkennen kann, okay, hier gibt es noch was zum Sammeln. Und wie gesagt, nichts ist verfassbar. Hier oben seht ihr ja nochmal, ne, da ist der Absturz gewesen. Da sieht man dann auch, wo das herkam. Und ja, also finde ich wirklich sehr, sehr cool, dass man auch an die Orte wieder zurückgehen kann und alles auch nach der Story noch erkunden kann oder zu Ende machen kann und beenden kann, was irgendwie dann noch zu entdecken ist. Hier ist auch nochmal ein Poster, ne? Das ist nochmal von Rise of the God Spider. Da wird es sicher auch einen Audiofall geben, aber ich finde das wirklich sehr cool, weil, wie gesagt, in LA ist schon eigentlich schon immer so Poster und selbst in Häusern gibt es dann Leute, die dann die Poster aufhängen, weil die meistens sehr cool sind und es ist schon so ähnlich dann in der Realität und hier ganz gut eingefangen, finde ich, atmosphärisch. Hier geht es dann wieder hoch, ne? Da hätte man auch runtergehen können. Wir schauen jetzt aber mal hier rein in die Zwischensequenz und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. All good. You'll need a mop and shovel. Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. Oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here is... I'm human. You can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person here. A lead protector. And Emma, I will be your protector. Come on, get in. Oh, hello. You got no shot on this eight ball. Lose the cue. With pleasure. Don't touch her! Sam! You hear that eight ball line? I saw the cue and nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this later. I'm here to get you out please, of here. Please, Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Yes, again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Huh? This motherfucker? This motherfucker. So, you're not special and... We're doing fine, thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. And you know you do. I'm immune! Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! Hey, wir haben es gesehen, Sam B ist jetzt schon da, oder zurück, besser gesagt, aus Teil 1. Der war ja schon in Teil 1 dabei, ist jetzt hier wieder dabei. Ich finde es wirklich super cool, weil einer der coolsten Charaktere und auch das Titellied von Dead Island 1 ist ja auch mit Sam B oder von Sam B. Voodoo You Voodoo heißt es ja. Und richtig geiles Lied auch, voll Hammer. Könnt ihr mal auf YouTube schauen oder suchen den Trailer zu Dead Island 1. Wirklich absolut genial, das Lied. Und toll, dass er wieder zurück ist. Der Rapper hat sich auch ziemlich krass verändert. Das ist sehr... Oh, ich hänge jetzt hier fest. Okay. Das wäre jetzt natürlich ungünstig.
Wenn ich jetzt hier festhänge und das Spiel neu starten muss, ich hoffe, ich komme hier noch irgendwie raus. Okay. Sieht so aus. Okay, ja, bin draußen. Ne, wie gesagt, Sam B, sau cooler Charakter. Richtig nice, dass der hier wieder zurück ist. Hier kann man nicht rein, wo er rausgekommen ist, aber echt sehr cooler Charakter und cool, sehr gut, dass er hier wieder da ist. Und freue ich mich auch drauf, was sie da mit ihm dann mit der Story machen. Hier können wir noch nicht raus. Ich denke mal, da werden wir später hin müssen. Aber ja, da müssen wir mal schauen, wie wir da dann reinkommen. Aber grafisch ist es schon geil. Also muss ich echt sagen, hätte ich nicht gedacht, weil, ne, wenn man sich anschaut, was für einen langen Entwicklungszeitraum das Spiel hatte, die neuen Studios, die es jetzt gemacht haben, also Dambuster Studios hat ja 2018 damit angefangen, das Spiel zu entwickeln, haben aber dann komplett neu gestartet. Also echt krass, dass sie das dann so gut hinbekommen haben. Ja, wir werden jetzt gleich noch mit Sam B reden und dann uns mal anhören, was er zu sagen hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Dialog dann wieder mit Sam B. Bis gleich. Sam, we need to contact the authorities. Tell them we're immune. Sure, if you want to get dissected. Nah, bro. We'd be like superheroes. We'd be like VIPs. RIPs? Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. The city's dead. LA's lost. Full quarantine. Our evacuation flight was shot down for fuck's sakes. I'm gonna fight my way out. You're immune. You ain't bite-proof. They're slow and dumb. I know I can handle myself. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. Check, check, and check. Looks like I'm ready to roll. All right. It's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Okay, this is how you give us some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. You really came for Emma, yeah? Literally walked into hell. Should never have left her. It was just... I was young. Alright. Use the workbench. Let's get cooking. So, jetzt sind wir hier auch schon bei der Möglichkeit eben, wo uns das Crafting erklärt wird, ne? Modifizieren, craften, das ist die Werkbank, dort kann man dann alle Sachen anpassen. Je weiter man im Spiel kommt, findet man dann neue Sachen, Baupläne und Mods, die man einsetzen kann. Und je weiter man kommt, schaltet man dann auch neue frei und kann die dann hier modifizieren. Finde ich richtig gut, war schon in Teil 1 richtig toll und ihr seht auch, was es dann verändert. Es gibt aber auch Mods, die dann einen Negativpunkt haben, einen positiven Punkt. Also da kann man dann auch gucken, okay, was setze ich ein, was nehme ich mit oder was lasse ich dann doch eher weg von der Waffe. Wenn man aber dann solche Mods hat, kann man dann auch die Vor- und Nachteile einer Waffe vielleicht unterstützen. Dass man zum Beispiel sagt, okay, die hatte zwar den einen Nachteil, aber das ist bei der Waffe nicht so schlimm, weil sie eh schon sehr gut ist in dem einen. Und dann verbessert man eben den schwächeren Statistik-Part der Waffe auf den positiven Part des Mods, die man dann einsetzt oder der Mod. Finde ich wirklich sehr cool, das ganze System. Und ihr seht es auch, was ich mir ja gewünscht habe, dass eben die Waffen auch verändert werden. Ne? Also dass die wirklich auch sich komplett verändern vom Aussehen her, finde ich super, dass sie das mit eingebaut haben und dass man das auch aktiv an der Waffe sieht, was sich hier verändert und wie die Waffe dann auch anders aussieht. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf die ganzen Mods, die dann noch reinkommen. Ihr seht ja die anderen Waffen, die jetzt bei mir kaputt sind, die kann ich noch zerstören oder halt ne, kaputt machen. Und dann kriege ich wieder Ressourcen raus. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass man dann die Ressourcen rausholt. Ich könnte sie jetzt auch verkaufen, aber meistens kann man eigentlich sagen, ist es besser, wenn man die dann recycelt. So, jetzt haben wir hier noch den Händler, was ja auch ganz gut ist, dass wir den dann noch besuchen. Da können wir uns dann Medikits und andere Sachen kaufen. Und Händler gab es ja schon in Dead Island 1. Und hier ja, haben wir jetzt den Händler. Dort gibt es dann auch den Fleischköder, der ist auch ziemlich gut, den kann man dann werfen, um Zombies in gewisse Regionen zu locken. Ihr seht dann unten auch die Vorbestellerwaffen,
die paar neue Waffen hier, ne? Die sind für Vorbesteller. Die kann man hier dann auch mitnehmen. Das könnte sein, dass die später auch noch zum Kaufen als DLC erscheinen. Und dann seht ihr hier, ne, verschiedene Baupläne, Mods, die man auch mitnehmen kann, die jetzt auch hier dabei sind für Vorbesteller. Da ist eine Sicherung, die, wie gesagt, braucht man, die kostet zwar sehr viel, aber die braucht man dann später, um in gewisse Bereiche reinzukommen, wo man jetzt noch nicht rein kann, wenn man keine Sicherung hat. Medikits kann man auch kaufen, klar. Ich hoffe, die kann man dann später noch craften. Aber hier gibt es einiges, was man mitnehmen kann, haben wir jetzt auch gemacht. Und wenn ich dann später mehr Geld zur Verfügung habe, werde ich dann auch hier ein paar Sicherungen mitnehmen. Und dann kann man an bestimmten Stellen klar auch dann schauen, dass man an die Orte reingeht, wo die Sicherungen gebraucht werden. Die werden aber auch auf der Karte eingezeichnet, das ist auch richtig gut. Also man kann wirklich sehen dann auf der Karte, ob die dort dann vorhanden sind und ob man dann eine Sicherung einsetzen kann, finde ich auch richtig gut. Es wird wirklich alles in der Karte eingezeichnet, was man entdeckt und wo noch Fragezeichen sind. Dort kann man die dann markieren mit einem Wegpunkt. Dann wird man hingeführt und dann findet man raus, ob man dort schon rein kann oder ob man einen Schlüssel braucht von einem Zombie oder von, wie gesagt, einem, der in der Umgebung dann ist. Und da kann man dann ja auch Nebenquests machen. Also da gibt es wirklich auch richtig viel, was man noch tun kann. Aber ja, wir sind eigentlich schon fast über der Stunde drüber, die ich machen wollte. Wir sind jetzt schon bei mehr als 40 Minuten. Aber hey, ist ein geiles Spiel, macht wirklich Spaß. Ich finde es richtig gut, wenn ihr auf Zombie-Slasher steht, ist Dead Island 2 richtig, richtig gut. Klar, man muss schauen, gefällt einem mehr das Parkour-System von Dying Light 2 oder mag man mehr das Taktische von Dead Island 2. Beide Spiele sind super, wie ich finde. Für Zombie-Fans kann ich beide empfehlen. Und da muss jeder dann selber wissen, ob er jetzt vielleicht Dying Light 2 haben möchte mit mehr Parcours-System und ein bisschen schnellerem Gameplay. Oder halt das eher taktische und sehr sonnige LA hier mit Dead Island 2. Oder man holt sich einfach beide. Das kann man ja auch machen, wie man möchte. Ja, soll es dann von mir so ziemlich gewesen sein mit dem Let's Play. Ich werde klar noch weitere Videos dazu machen, muss aber auch erstmal ein bisschen weiterspielen. Ne, ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht, Videos dazu zu machen, aber das mache ich ja gerne für euch. Ich danke euch dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dead Island 2. Es kommt noch mehr von mir. Ich finde es bisher richtig gut. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn es euch gefällt, ne, das Video, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ob ihr jetzt Dying Light 2 oder Dead Island 2 zockt, egal. Viel Spaß und bis bald. Euer Monster.